heute die jährliche Seniorenmeisterschaft statt. Also reißt euch zusammen und wirbelt keinen Staub auf, klar? Alles klar, Brummkotz. Ist gebongt. Platzer, zahnloses Gesindel. Wir zeigen euch, wo der Hammer baumelt. Oh, ja, Leute. Hey, behaltet eure Arthrosengriffe gefälligst bei euch! Geht doch, ihr Stockträger, und jetzt lasst uns in Ruhe borden! Erstmal kauft ihr Tickets für unsere Rentner-Tombola. Und was gibt's da zu gewinnen? Vielleicht einen Sack oder ein paar dritte Zähne? Dann werde ich euch eben hypnotisieren. Ihr werdet jetzt sehr, sehr müde. Und ihr wollt Lose kaufen. Wir nehmen zwei. Und nun ziehen wir das Gewinnlos. Nummer 3! Der Besitzer des heutigen Glücksloses gewinnt einen luxuriösen Motorroller. Und wir haben einen Gewinner. Es ist die Nummer 4! Was? Die Nummer 4? Alles in Ordnung? Ich hab verloren! Das weiß ich. Hey, was machen wir eigentlich hier? Hier müffelt's nach vollen Windeln. Halli, Hallöchen, Grundgütiger, das Gewinnlos. Und Sie haben es gar nicht gemerkt. Ich habe immer noch eine Chance. Hast du was gefangen, Lupo? Was? Ja, ein paar alte Fliegen, einen stinkigen Fisch, irgendwas, was ich für dich durchnageln kann. Menschen mal, ihr habt das halt verstanden. Ich möchte doch bloß Skateboard lernen, so wie ihr jungen Hüpperchen. Wir skaten dir höchstens auf der Rundfelbirne rum. Das ist nicht ganz dicht. Ich bezahle auch für den Unterricht. Kohle? In deinem Alter dauert das aber eine Weile. Ja, das ist gar kein Problem. Und hock mir nicht so dicht auf den Latschen. Entschuldigung. Naja, ist schon gut. Ja, los, wir wollen jetzt was sehen. Lektion 1 für schlappe 20 Dollar. Das ist ein Skateboard. Lektion 2 kostet 40 Dollar. Du stehst so lange auf dem Skateboard, wie dich deine klapprigen Knochen tragen. Lektion 3 macht 60 Dollar. Gut aufpassen. Du stellst dich da einfach auf und hey, keine fiese Matenten. Na gut, du hast nicht anders gewollt. Ab geht die wilde Fahrt. Hey! Hey, lass los! Der hat keine Kohlen abgedrückt. Alte Leute sind so vergesslich. Als nächstes üben wir, den Bäumen auszuweichen. Und das zum Vorzugspreis von 200 Dollar. Sag mal, ist hier Schlussverkauf oder wie? Hast ja recht, dann nehmen wir 400. Hey, dir hängt der Waschzettel aus der Hose, du Single. Keine Sorge, ich bring das in Ordnung. Wirst du wohl. Das ist mein Style und der ist angesagt. Die Alzheimer-Bande hat echt überhaupt keinen Peil. Und jetzt mach dich bereit. Und los. Nicht so zittern, das sieht nicht so professionell aus. Hier geht ja ab, Alter. Dann pass mal auf. Hier gibt's Pizza für Oma. Pizza! War cool. Und wir scheffeln dabei noch Schotter. Wo ist der Opa abgeblieben? Der hat noch nicht geblecht. Vielleicht waren wir ihm ja doch eine Ecke zu teuer. Hoppala. Und was ist als nächstes dran? 400 Tacken. Mit der Bucher. Jetzt hör auf, hier auf Mitleid zu machen. Momente mal. Ich bräuchte Papier, um mir Notizen. Erzähl das deinen Freunden im Heim. Keine Zeit. Halleluja, ich habe einem Rotzlöffel das Leben gerettet. Ah! Ah! Du bist ein echter Leben.
Du löhnst ja auch dafür. Ja, gern, ihr Gören. Das war's für heute. Der Unterricht ist beendet. Mach einen Kopf zu. Ich hätte gern ein Autogramm. Okay, aber dann geht's ab ins Elektrobett, klar? Du musst nur auf diesem netten Stückchen Papier unterschreiben. So, bitte, Föhn. Da, oh. Nummer Pia. Ich hab die Nummer Pia. Armer Irrer. Nee, nix ist mit Arm. Der Senile hängt voll. Und er schuldet uns noch was. Ich hab den Motorloller, den superspitzen Motorloller. Der Klappstuhl will uns abziehen. Der hat nicht für seinen Unterricht bezahlt. Komm zurück. Niemals. Mein Motorloller geb ich nicht mehr raus. Kein Benzin mehr? Sie hätten doch wenigstens das Ding voll tanken können. Au, aber dafür gibt's gleich eine Massage. Wir wollen unsere Moneten. Lösen Sie die Handbremse. Hey, wo ist denn der Zitteraal? Ich kann ihn nirgendwo anpeilen. No! Guck mal, die Funken, die sind aber schön. Ihr Sumpfrüben habt meinen wertvollen Androiden zerstört. Die sprechende Knallerbse ist ja drollig. Endlich war ich groß. Endlich bin ich an die Dosen im oberen Supermarktregal gekommen und zwar ganz allein ohne Anschieben. Och, das ist der erste Troll, den ich je gesehen habe. Du musst dir was wünschen. Ach, ich geb's auf. Ihr seid einfach zu dämlich. Als Zwerg ist es schwierig, Motorroller zu fahren. Los, her mit der Potte, Schleimpfütze. Wir gehen erst, wenn die Kohle auf dem Tisch liegt.